Wie ich gerade dachte, ich wäre fertig und dann fiel mir auf, ich müsste doch dieses Gender-Kram-Dingsens da zu ein Fazit machen, weil ich das gesagt habe, dass ich das mache. Und das irgendwie vielleicht sinnvoll wäre, weil ich ziemlich durcheinander und alles mögliche Zeug laber. Ja, erstmal herzlich willkommen zum nächsten Video. Neuen Video, was auch immer. Ich wollte einfach mal so ein paar Sachen klarstellen, weil. Also es war halt hauptsächlich ein Video, in dem ich ein bisschen so meine Gedanken verarbeiten wollte und ja, euch einfach mitteilen wollte, wie ich über dieses ganze Zeug denke. Und ich glaube, es ist rübergekommen, dass ich erstmal jeden Mensch als Mensch ansehe und ja, dass ich mich selber als offen betrachte und ja, sage, ich muss mich nicht festlegen so. Das heißt jetzt nicht, dass ich vielleicht unbedingt bi bin, so ist. Vielleicht bin ich auch einfach hetero, vielleicht bin ich einfach langweilig und hetero, so. Ich habe das in dem Unsicherheiten-Video, also was noch kommen wird wahrscheinlich, weil ich das wahrscheinlich zuerst hochladen werde, gesagt, dass ich mir manchmal denke, dass ich mir Sachen einrede oder einbilde, aber wenn ich es ja so fühle und so empfinde, muss es ja wahr sein. Also, versteht ihr, was ich meine? So, da muss ja irgendwas dran sein, wenn ich so denke. Und, ja, ich will mich auch einfach nicht gern irgendwie einordnen lassen oder ja, mich halt festlegen, weil ich den Sinn so dahinter nicht so ganz verstehe. Ich verstehe ihn schon, aber ja, ich finde das halt nicht nötig für mich. Es ist total schwer, da irgendwie die richtigen Worte für zu finden. Ich hoffe, ich kann das irgendwie rüberbringen. Ja, ich kann halt immer nur sagen, ich glaube, es ist halt nicht so. Ich bin halt einfach unsicher in dem Punkt. So. Und es ist halt nicht so, was. Wo ich mich auf irgendwas festlegen kann und will, weil ich einfach auch keine Erfahrung habe und ja, es für mich halt auch nicht so viel Sinn macht, irgendwie mich da festlegen zu müssen. Und ich finde auch, dass es eigentlich so sein sollte. Also man sollte nicht sagen müssen, ich bin das, ich bin das, ich bin das, weil letztendlich spielt es ja keine Rolle. Wir sind alle Menschen und Menschen verlieben sich ineinander, Menschen ja, empfinden sich selbst, haben ein Selbstbild von sich, so wie andere ein Fremdbild von der Person haben und ne? Versteht ihr, was ich meine? Es ist schon wieder so ein Video, wo ich die ganze Zeit frage, ob ihr versteht, was ich überhaupt erzähle. Ich wollte mit dem Video jetzt auch nicht irgendwie, auch wenn mir das jetzt keiner zurückgemeldet hat, aber mir kam es teilweise so vor, als hätte ich irgendwie so ein bisschen so geredet, als, oder als könnte das so wirken, als würde ich irgendwas verharmlosen wollen oder runterspielen wollen oder sogar jemanden beleidigen wollen. Also auf keinen Fall. Seid, was immer ihr wollt und zeichnet euch jetzt, was immer ihr wollt. Also, ja, das ist, jeder muss selber für sich wissen, was für ihn das Richtige ist, so in dem Sinne. Und für mich ist es halt so okay zu sagen, so, ich habe keinen Plan und es ist mir in dem Sinne auch egal. Vielleicht bin ich, oder sehr wahrscheinlich, keine Ahnung, bin ich einfach hetero und ja, aber es ist mir halt egal und ich. Ja, finde halt, dass man sich da nicht definieren muss und ich wiederhole mich die ganze Zeit. Ja, ich meine, warum sollte man sich in seinen Möglichkeiten einschränken? Das macht für mich einfach keinen Sinn, weil ich das Leben lieber als dieses ganze Möglichkeiten-Meer sehe und ja, vielleicht gibt es dieses ganze Möglichkeiten-Meer für mich in dem Sinne nicht, aber ich sehe es halt gerne und ja, was dann daraus wird letztendlich ist ja, im Prinzip ist es egal. Ja, das ist halt mein Leben. Und ja, ich sehe es halt auf diese Weise. Und das wollte ich nur nochmal irgendwie ein bisschen damit klarstellen. Weil, ja, wie gesagt, ich finde halt, dass es eigentlich in dem Sinne keine Rolle spielt oder spielen sollte. Und das ist eigentlich das Ziel, finde ich, wo die Gesellschaft hinfinden sollte, dass sie sagt, ja, es ist egal, du kannst sein, was immer du bist. Und es ist auch nicht wichtig, du musst es auch nicht sagen. Ich meine, klar, wenn man jetzt mit irgendwas angesprochen werden will, ist es was anderes, aber ne? Eigentlich müsste es, also dürfte es gar nicht so sein, dass man sagt, sie, er oder Frauen und Männer. Also, weil halt alle Menschen sind. Das müsste ein, alles von Grund auf eigentlich anders sein. Und ja, der Ansicht bin ich halt. Deswegen meine Gedanken so dazu. Ja, das war's auch schon. Peace. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe noch was vergessen. Und zwar zur Unsicherheit. Ich ignoriere die Unordnung, falls man die sehen kann. Oh, meine Beine tun weh.
ich habe ja schon auf Twitter so ein bisschen mit Transmenschen zu tun. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das der richtige Ausdruck dafür ist. Es hat also doch alles voll viel mit Unsicherheit zu tun. Aber auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wie gesagt, ich sehe mich selbst als offen, also in jeglicher Hinsicht sozusagen. Weil, ja, wenn ihr mich in irgendwas korrigieren wollt oder so, dann macht das oder informiert mich über irgendwas. Ich nehme das auf jeden Fall niemandem böse, weil mir ist einfach aufgefallen, dass ich halt einfach voll vieles noch nicht weiß. Und ja, mich stört das teilweise, weil ich finde, sowas sollte einem in der Schule auch beigebracht werden, weil, ja, wie gesagt, ich habe halt letztens mit jemandem darüber geredet und, was heißt letztens, war vor 2 Tagen oder so, ja, 2 Tagen, ich weiß einfach so vieles nicht und viele Menschen wissen so vieles nicht. Mehr Aufklärung bitte, also ich finde es auch einfach total bescheuert, dass die Schule da nicht irgendwie sich in irgendeiner Verantwortung sieht, weil es ist ja sogar biologisch nachweisbar, dass es nicht nur Mann und Frau gibt und ja, das alles nicht nur was Körperliches ist, sondern vor allen Dingen eine Kopfsache, also ja, etwas, was man halt fühlt, aber jetzt nicht körperlich. So, das macht schon wieder irgendwie alles keinen Sinn. Ich bin vielleicht auch nicht so gut, mich da so auszudrücken, aber ja, sagt mir einfach, wenn ich irgendwas falsch mache, dann werde ich wahrscheinlich zwar noch unsicherer sein, aber vielleicht werde ich dann irgendwann sicherer in sowas. Weil die Person, mit der ich halt darüber geredet habe, hat sich dann danach mir gegenüber als transsexuell halt geoutet. Und ja, mir fallen jetzt im Nachhinein so Sachen auf, weil ich habe halt vorher mit dieser Person halt auch über solche Sachen geredet, dass ich halt auf Twitter zum Beispiel Menschen kenne, die halt ja, entweder transsexuell sind oder sich halt nicht als irgendwas, also beziehungsweise als Neutrum halt sehen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und niemand nimmt mir das übel. Weil, ja, es ist einfach schwierig für Menschen, die, also ich setze mich ja schon ein bisschen damit auseinander, aber ich bekomme das halt alles so irgendwie mit. Und das ist schwierig, dann so ein bisschen, ja, rauszufiltern, was denn okay ist. Und dann ist für den einen das okay und für den anderen ist das okay. Und das ist, ja, das ist ja sowieso, jeder Mensch ist halt unterschiedlich und wie gesagt, ich sehe ja Menschen grundsätzlich erstmal als Menschen, aber es ist halt irgendwie, ja, es verunsichert einen halt auch so. Klar ist die andere Person noch verunsicherter meistens als man selber und ja, sowas wie halt einfach den Namen zu benutzen hilft, aber mir ist dann im Nachhinein so aufgefallen, als diese Person sich mir gegenüber halt geoutet hat, dass ich teilweise das schon so Sachen stark betont habe, wie den Namen halt von Menschen, die jetzt zum Beispiel transsexuell sind oder ja, sich als Neutrum sehen. Das klingt so komisch. Ich weiß nicht, ob die Bezeichnung richtig ist. Korrigiert mich! Ich bin ein bisschen überfordert damit. So, dass ich den Namen zum Beispiel immer wieder betont habe. So, das ist in meinem Kopf jetzt wahrscheinlich schlimmer, als es tatsächlich war. Aber weiß ich nicht, ich habe so das Bedürfnis, immer Dinge richtig zu machen, wie wahrscheinlich alle Menschen. Vielleicht bin ich auch da ein bisschen perfektionistisch, gerade weil ich ja auch schreibe und so. Und die richtige Bezeichnung für irgendwas ist da halt in voll vielen Situationen halt irgendwie voll wichtig. Wobei ich andererseits ja auch dann wieder denke, dass es eigentlich keine Bezeichnung geben müsste. Das ist ein bisschen schwierig und das wollte ich auch nochmal irgendwie ansprechen, weil mir das gerade so aufgefallen ist. Das ist auf jeden Fall nicht böse gemeint, wenn ich irgendwie das anders betonen oder ja, das besonders betonen. Es ist halt einfach auch irgendwie noch alles ein bisschen neu für mich und ja, also das soll jetzt auch keine Entschuldigung sein oder so, sondern einfach nur ein bisschen eine Erklärung. Auch keine Rechtfertigung, eine Erklärung, weil ja, es eben etwas ist, wo man unsicher drin ist, weil man das halt nicht irgendwie beigebracht bekommt. Man muss es halt irgendwie selber lernen und ja, so wie man vieles selber lernen muss, eigentlich fast alles im Leben. Und ja, ich hoffe, ich werde besser daran werden. Da irgendwie mich mehr überwinden, wenn das irgendwie Sinn macht. Also es ist halt einfach auch alles irgendwie ein bisschen ein schwieriges Thema. Und das sollte es aber halt einfach nicht sein. Es sollte, ja, leichter sein. Aber unsere Gesellschaft ist halt komisch. Unsere Welt ist, ja, unsere Gesellschaft ist halt komisch und man kann nur
immer mehr lernen und ja, versuchen, dass sich das halt irgendwann ändert und zum Beispiel unsere Kinder nicht mehr diese Unsicherheit und diese Überforderung haben, weil sie halt wissen, was Sache ist. Dass halt alle Menschen sind einfach. Dieser Anhang war jetzt wahrscheinlich auch sehr komisch. Ich bin ein sehr unsicherer Mensch, es tut mir leid. Und ich sollte mich dafür nicht entschuldigen müssen, aber manchmal hat man irgendwie das Bedürfnis danach. Ja, ich hoffe, dass ich niemanden irgendwie mit irgendwas verletzt habe und ja, schaut euch nochmal alle Videos an. Kommentiert und gefällt mir drücken und andere Videos anschauen und abonnieren. Habe ich euch schon gesagt, keine Ahnung. Könnt ihr auch nicht machen. Ist euch überlassen, wie alles im Leben, alles euer Leben ist. Weißt du, wollte ich jetzt schon sagen. Ich bin ein sehr wie soll ich das denn jetzt machen? Das war alles, was ich sagen wollte.